Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud. Guten Abend. Frankreich hat gewählt. Und wohl selten ist das Ergebnis einer Präsidentenwahl in ganz Europa mit so großer Erleichterung aufgenommen worden. Emmanuel Macron hat es mit 58,8% der Stimmen nochmal geschafft und wird auch in den nächsten 5 Jahren an der Spitze der Republik stehen. Und die Rechtspopulistin Marine Le Pen, deren Sieg im Vorfeld durchaus für möglich gehalten wurde, ist mit 41,2% geschlagen. Über Reaktionen an diesem denkwürdigen Wahlabend Sabine Boland. Jubel am Eiffelturm, als um 20 Uhr die erste Hochrechnung verkündet wird. Emmanuel Macron hat es geschafft und ist seit Jacques Chirac der erste Präsident, der erneut in den Élysée-Palast einzieht. Der Abstand zu seiner Kontrahentin Marine Le Pen ist sogar größer als zuletzt erwartet. 58%, schade, ich hatte auf 60 gehofft, aber es ist ein gutes Ergebnis. Das Ergebnis ist gut, auch wenn es viele Enthaltungen gab. Die Pandemie ist vorbei, aber jetzt ist Krieg in der Ukraine. Ich hoffe, dass Macron alles umsetzen kann, was nötig ist in Frankreich. Mehr nationale Verantwortung, weniger Europa. Das wäre Marine Le Pens Programm gewesen. Die Gläser in der Wahlzentrale der Rechtspopulistin werden nicht ganz so klirren wie von ihren Anhängern erhofft. Die geschlagene Kandidatin tritt schon kurz nach 20 Uhr vor die Kameras. Dieses Ergebnis mit über 40% ist an sich ein überragender Sieg. Ich sage heute Abend erneut, ich werde die Franzosen nie im Stich lassen. Es lebe Frankreich. Viele Wähler haben zwar gegen Le Pen gestimmt, aber nicht unbedingt für Macron. Diese nun wieder von seinen Ideen zu überzeugen, die Menschen zusammenzubringen, das wird eine Hauptaufgabe des neuen, alten Präsidenten werden. Ich denke auch an die, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Nein, niemanden auspfeifen. Für die, die aus Wut und Unzufriedenheit extrem rechts gewählt haben, muss ich eine Antwort finden. Das ist nun meine Verantwortung. Es wird nicht leicht werden, aber heute wird erstmal gefeiert. Party unterm Eiffelturm. Schalten wir zu Sabine Rau in Paris. Macron hat zwar gewonnen, mehr als 40% aber haben eine Rechtspopulistin mit extremen Ansichten in der Migrations- und Europapolitik gewählt. Das ist doch auch ein Warnsignal. Absolut. Man muss sogar so weit gehen zu sagen, dass Marine Le Pen das beste Ergebnis für den rechtskonservativen, rechtsradikalen Block eingefahren hat in der Geschichte der 5. Französischen Republik. Und das gibt Macron zu denken. Das hat man gemerkt an seinen Einlassungen in seiner Rede kurz nach seiner Wahl. Er hat gesagt, die Wut der Le Pen-Wähler, auf die muss er eine Antwort finden. Das ist das eine. Und das andere, was er gesagt hat, ist, dass er wisse, dass er seinen Wahlsieg auch denen verdanke, die ihn gewählt haben, nur um Marine Le Pen zu verhindern, die ihn also nicht aus tiefster Überzeugung gewählt haben. Auch für die muss er ein Angebot finden und er wird sich sicherlich auch Gedanken darüber machen, was in diesem Land, in Frankreich, in Bezug auf das Wahlsystem vielleicht renovierungs- und erneuerungsbedürftig ist. Denn es kann nicht sein, dass in einem Land wie Frankreich zwischen dem liberalen Macron und der rechtsradikalen Marine Le Pen kein Platz mehr für die traditionellen Parteien ist. Sozialisten, Republikaner, die Parteien, die diese Republik jahrzehntelang getragen haben, sind vollkommen zerbröselt, existieren praktisch nicht mehr. Und da muss es ebenfalls Antworten geben. Die Unzufriedenheit der französischen Bevölkerung hat man an dem Wahlergebnis ja ablesen können. Wie will Macron denn jetzt auf dieses gespaltene Frankreich reagieren?
Ja, er muss auf die enttäuschten Wähler der Linken zugehen, er muss sehen, dass er das Etikett, was ihm ja hier hartnäckig anhaftet, ein Präsident der Reichen zu sein, das muss er aufarbeiten. Warum hat er dieses Etikett, wo er doch zugleich aber auch eine Politik gemacht hat für Menschen, die geringe Einkommen haben? Er hat, während er einerseits die Vermögenssteuer abgeschafft hat, hat er andererseits sehr wohl den Mindestlohn und die Mindestrenten erhöht. Was bei den Leuten hängen geblieben ist, ist die Abschaffung der Vermögenssteuer. Also was hat er falsch gemacht? Hat er seine Politik nicht gut genug kommuniziert? Was ist mit den vielen jungen Wählerinnen und Wählern? Viele von denen haben Le Pen unterstützt, die raus will praktisch aus Europa. Also wo sind die Angebote Macrons an diese jungen Leute? Wir wissen, dass er hauptsächlich von Rentnern gewählt worden ist. Auch da ist eine Schieflage. Er hat das heute Abend so ein bisschen schon anklingen lassen in seiner Rede unter dem Eiffelturm. Er hat davon gesprochen, dass Frankreich ökologischer werden muss. Das wäre das Angebot an die Jungen. Und er hat versprochen, für mehr Arbeit zu sorgen. Das wäre das Angebot an diejenigen, die sich hier in dieser Republik vergessen fühlen und denen auf dem Feld von Arbeit und Einkommensmöglichkeiten etwas fehlt. Vielen Dank, Sabine Rau, nach Paris. Und das waren unsere Tagesthemen extra zur Frankreich-Wahl. Wir sind morgen wieder für Sie da und dann begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Eine gute Nacht.